Hier geht es jetzt weiter mit einem Redebeitrag von der antifaschistischen Linken Berlin. Wenn wir uns heute fragen, wie konnte eine Gruppe wie der NSU entstehen und morgen durchs Land ziehen, ist die Rolle der Geheimdienste entscheidend. Im Thüringer Heimatschutz waren 40 Spitzel von Inlands-, Auslands- und militärischen Geheimdienst aktiv. Wir wissen, zwei Polizisten waren in Zivil in der Kolbstraße in Köln zum Zeitpunkt des Bombenanschlags. Der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas T. war am Tatort in Kassel, als Halit Yozgat umgebracht wurde. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz Kuckucksklan-Sektionen mit aufgebaut hat, in denen Polizisten aktiv waren. Und das ist das, was wir trotz geschredderter Akten wissen. Was in den Akten steht, wissen wir noch nicht. Der Thüringer Verfassungsschutz hat den Aufbau rechter Terrorzellen finanziert. Beispielsweise bekam der Neonazi Tino Brandt von 1994 bis 2001 insgesamt 200.000 D-Mark Spitzellohn als V-Mann für den Verfassungsschutz in Thüringen. Mit diesem Geld baute er den Thüringer Heimatschutz auf, in der auch Bönhardt, Mundlos und Schäpe Mitglied waren, bevor sie 1998 abtauchten und als nationalsozialistischer Untergrund die Mord- und Anschlagsserie begann. Tino Brandt bekennt sich freimütig dazu, dass er vor drohenden Hausdurchsuchungen durch seinen V-Mann-Führer gewarnt wurde. Auch hat der Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass Strafverfahren gegen Neonazi-V-Leute eingestellt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen in der Mordserie sind von Anfang an rassistisch geprägt gewesen. Die Opfer wurden zu Schuldigen gemacht. Niemand hat ihnen geglaubt, wenn die Angehörigen beteuerten, dass die Opfer nichts mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten zu tun hatten. Wie sollen auch Behörden und Personen, deren tägliches Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen selbst rassistisch geprägt ist, rassistische Motive erkennen und entsprechend ermitteln? Ja. Dabei hatte die Polizei Spitzel im engsten Umfeld des NSU. Das Berliner LKA führte über 10 Jahre lang den Neonazi Thomas Starke als V-Mann. Dieser Thomas Starke war von Ende 1996 bis April 1997 mit Beate Zschäpe liiert. In dieser Zeit hat er für das Jenaer Trio rund 1 Kilo TNT-Sprengstoff besorgt. Hinweisen des V-Manns auf das NSU-Trio wurden nicht nachgegangen. Es gab schlicht kein Verfolgungsinteresse gegen rechts. Die Unterstützung und Kumpanei des Verfassungsschutzes mit den Naziterroristinnen lässt sich auch ideologisch erklären. Sie teilen rassistische und anti-emanzipatorische Einstellungen. Niemand ist auf dem rechten Auge blind gewesen, vielmehr wurde sehenden Auges die Strukturen, die den NSU gebaren, mit aufgebaut, protegiert und finanziert. Die Rede von Pannen oder schlampigen Ermittlungen verschleiert nur die Beteiligung staatlicher Stellen. Doch der Kampf gegen Neonazis braucht weder Vorratsspeicherung, sogenannte Extremistendateien oder eine stärkere Verzahnung von Geheimdiensten und Polizei, im Gegenteil. Das sind Maßnahmen einer repressiven, rechtsorientierten Politik, die demokratische Rechte unterhöhlt, abschafft und in keiner Weise dazu befähigt sind, demokratische Ideen zu befördern. Wer die Neonazis bekämpfen will, der muss ihrer Ideologie den Nährboden entziehen und ihre Organisationen und Zirkel zerschlagen. Das bedeutet, den in der Mitte der Gesellschaft verankerten Rassismus zu bekämpfen. Das bedeutet, das Konkurrenzprinzip auszuschalten und die soziale Diskriminierung zu beenden. Und das bedeutet auch, das Geheimdienstwesen abzuschaffen. Wir sagen, es gibt in diesem Land rechten Terror, der sich jeden Tag in verschiedenster Weise zeigt. Wir sagen, dass der NSU kein Zufallsprodukt oder gar das Ergebnis von Ermittlungspannen war, sondern möglich wurde durch die finanzielle und strukturelle Unterstützung des Verfassungsschutzes. Wir sagen, dass es organisierte Nazi-Strukturen gibt, die ohne diese staatlichen Hilfeleistungen lange nicht so gefährlich wären, wie sie sind. Wir sagen, dass wir hier nur die Spitze des Eisbergs zu sehen bekommen. Das politische Ziel des Prozesses, der heute gegen Schäpe beginnt, ist völlig klar. Die politische Dimension und die Verwicklung der Geheimdienste soll unter allen Umständen klein gehalten werden. Der NSU
soll als isolierte Gruppe mit wenigen Unterstützerinnen dargestellt und rechter Terrorismus in Deutschland geleugnet werden. Präsentiert wird also eine kleine Gruppe von Einzeltäterinnen. Die Rolle aller involvierten Sicherheits- und Ermittlungsbehörden und Politiker soll heruntergespielt werden. Die Verstrickung des Verfassungsschutzes in die neonazistische Szene soll auf keinen Fall verhandelt werden. Und vollkommen taubisiert werden soll der weit verbreitete Rassismus in der deutschen Gesellschaft, der zu den rassistisch geprägten Ermittlungen und damit einhergehenden menschenverachtenden Umgang mit den Opfern und ihren Angehörigen seitens der Behörden, Politiker und Medien beigetragen hat. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft für diesen Prozess. Schafft die Geheimdienste ab, weg mit den rassistischen Sondergesetzen, organisiert den antifaschistischen Selbstschutz.